Du bist Gründer oder ein Startup-Unternehmer, vielleicht gerade dabei, einen Prototypen zu entwickeln. Und du brauchst dringend neues, frisches Geld, aber die Bank will dir nichts geben. Nun, dann kann ein Wandeldarlehen für dich die richtige Lösung sein. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Loop-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr begleiten wir nicht nur Unternehmer von der Gründung bis zum Verkauf, sondern zu uns kommen auch Entwickler, Ingenieure, die irgendetwas Neues erfunden haben oder entwickeln wollen. Aber wenn sie zur Bank gehen, kriegen sie kein Geld. Und da ist es hilfreich, wenn du dir über die Funktionen und Optionen des Wandeldarlehens bewusst bist und auch genau weißt, wie es funktioniert. Nehmen wir einfach mal an, du brauchst 100.000 Euro. Und du bist zu verschiedenen Banken, zur KfW, zur Landesbank gegangen und keine Bank will dir Geld geben. Aber du gibst dich auf und suchst schließlich einen Investor auf, einen Business Angel, der sagt, ja, ich bin bereit, mich an deiner Firma zu beteiligen, die 100.000 Euro habe ich. Das Problem ist nur, dass das Unternehmen jetzt, da wo jetzt das Fragezeichen ist, noch keinen wirklich zu ermittelnden Wert hat. Du hast noch keine Vergangenheit, wo ich jetzt nachgucken und nachrechnen kann, welche Erträge da sind. Auch dein Substanzwert wird in der Regel überschaubar sein. Das bedeutet, der Investor kann sagen, ja, also dein Unternehmen ist nur 100.000 Euro wert. Nun, dann würdest du die gesamten 100% der Anteile verlieren. Selbst wenn er sagt, das Unternehmen ist 200.000 wert, würdest du 50% der Anteile verlieren. Und du sagst auf der anderen Seite, das Unternehmen ist 1.000.000 Euro wert, dann würde der Investor nur 10% kommen und er würde dich fragen, wie bist du auf die 1.000.000 Euro gekommen? Um dieses Problem zu lösen, wird der Investor zunächst keine echte Beteiligung eingehen, sondern dir ein Darlehen anbieten, nur mit einer ganz besonderen Option. In so einem Wandeldarlehensvertrag kann als Option eingebaut werden, dass das Darlehen am Ende der Laufzeit entweder zurückbezahlt wird oder der Investor hat die Möglichkeit oder der noch Darlehensgeber hat die Möglichkeit, am Ende der Laufzeit seines Darlehen umzuwandeln in Firmenanteile, also zu wandeln, vom Darlehen zu wandeln in die Unternehmensbeteiligung. Und der Wert, der dann in der Zukunft zugrunde gelegt wird, nun, das ist der Wert dann in 1, 2, 3 oder 4 oder 5 Jahren, also ein Zeitraum, den du mit dem Investor festlegen kannst. Es gibt allerdings noch eine zweite Option, die kann wie folgt aussehen, dass im Laufe der Darlehenszeit ein zweiter Investor gefunden wird. Und wenn der zweite Investor jetzt hier zum Zeitpunkt der Option 2 in das Unternehmen hinein will und dann eine Bewertung durchgeführt wird, dann hat der Investor 1 die Möglichkeit, zu den gleichen Bedingungen wie der zweite Investor seine Anteile, sein Darlehen auch umzuwandeln in echte Unternehmensbeteiligung. Das bedeutet also, der Investor 1 hat 100.000 Euro als Wandeldarlehen gegeben. Und es kommt dann nach 2 oder 3 Jahren ein zweiter Investor rein und dann findet eine Bewertung statt und die Firma hat sich ja schon ein bisschen entwickelt, sprich Umsätze, Erträge sind vielleicht da, Reichweiten und entsprechende Kundenstämme. Und jetzt lässt sich die Firma bewerten, zum Beispiel auf 1.000.000 Euro. Und zu diesem Zeitpunkt erhält der Investor zu dem gleichen Unternehmenswert dann auch Anteile wie der zweite Investor. Allerdings wird in der Regel ein Abschlag von ca. 20%, sogenannter Pre-Money-Abschlag, abgezogen, weil das Unternehmen zum Zeitpunkt, wo er das Darlehen gegeben hat, ein Tick weniger wert war, als zum Zeitpunkt, wo der zweite Investor eingestiegen ist. Du hast also nicht nur die Möglichkeit, an Geld heranzukommen, obwohl alle Banken dich abgelehnt haben, sondern du hast auch die Möglichkeit, einen neuen Gesellschafter als Investor mit reinzunehmen, aber erstmal eine Probezeit durchlaufen, und zwar die Probezeit, die entweder im Wandeldarlehensvertrag mit einer Frist versehen ist oder dann limitiert wird, bis ein zweiter Investor reinkommt und dann eine Bewertung stattfindet und dann die Umwandlung möglich ist. Ein weiterer Vorteil von so einem Wandeldarlehen ist, dass du auch zusätzlich oder alternativ zu dem Zins- und Tilgungszahlung des Darlehens eine Gewinnbeteiligung oder Umsatzbeteiligung vereinbaren kannst. Das bedeutet, es entsteht eine Art stille Beteiligung. Und so eine stille Beteiligung kann als Eigenkapital ähnlich betrachtet werden. Und mit diesem höheren Eigenkapital wiederum kannst du mehr Fremdkapital beantragen. Sprich, deine Kreditmittellinie steigt unterm Strich an. Wenn du allerdings so ein Darlehen als Wandeldarlehen aufnimmst und zusätzlich eine stille Beteiligung noch mit inkludierst, also Eigenkapital oder Mezzaninen-ähnliches Kapital reinnimmst, dann hat allerdings der Darlehensgeber auch die Möglichkeit, wesentlich mehr Informationen von deinem Unternehmen zu bekommen und wesentlich mehr Kontrolle auszuüben. Das Wandeldarlehen ist also nicht nur eine wunderbare Möglichkeit, um überhaupt Geld zu bekommen von Investoren, weil Banken dir Gelder und Anträge ablehnen, sondern du kannst auch Gesellschafter auf Probe testen und vor allen Dingen kannst du eine Lösung finden hinsichtlich der Unternehmensbewertung ganz am Anfang, was überhaupt nicht möglich ist, den Unternehmenswert festzulegen.
Wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir helfen dir gerne dabei, sowohl diesen Wandeldarlehensvertrag aufzubauen, später die Unternehmensbewertung durchzuführen oder auch Fremdkapital dann später damit zu beantragen. Gerne kannst du jetzt das Video mit Daumen hoch bewerten, den Kanal abonnieren oder uns einfach weiterempfehlen. Und gerne kannst du jetzt das kostenfreie Erstgespräch beantragen, denn wir helfen bundesweit genau bei solchen Finanzierungsvorhaben. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.